er kam damals auch bei einem dieser YouTuber-Treffen zu mir an und meinte so, yo, ich bin der Ben und ich mach was mit Sex. Ja, und wenn dir das jemand sagt, dann bist du erstmal ein bisschen skeptisch. Damals, als ich Ben kennengelernt habe, war der YouTube-Kanal tatsächlich noch ein bisschen kleiner. Inzwischen ist er wirklich groß gewachsen. Er hat inzwischen über 36 Millionen Views auf seinem YouTube-Kanal und er macht nicht nur YouTube, sondern auch Musik. Da hören wir hoffentlich dann später bei der Karaoke-Party noch einiges von ihm. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf YouTube-Kollege und Freund Ben von den Jungsfragen. So, schnapp dir ein Mikrofon. Oh, ich brauche mal eine Frage. Ja, bitte. So, guck mal, Ben, du machst mich völlig nervös. Willkommen, also jetzt sage ich zu euch willkommen, obwohl es ja gar nicht meine Show. Aber schön, dass ich hier sein darf. Ja, wir gehen, steigen auch direkt ein. So. Ja, gerne. Okay, Ben. Ja. Wer wärst du gerne für einen Tag? Ohne Scheiß, ich wäre gerne meine Frau. Kann ich ein bisschen verstehen. Welchen Stand auf dem Weihnachtsmarkt besuchst du als erstes? Irgendwas, wo es was zu essen gibt. Glühwein ist gar nicht so meins. Auf welches Körperteil würdest du am ehesten verzichten? Ist Bauchfett ein Körperteil? Im bestimmten Punkt ja. Hast du schon viele Geschenke gekauft? Ja, mein Weihnachtsstress ist tatsächlich schon rum. Ich bin schon durch. Welchen Gegenstand hättest du aus deiner brennenden Wohnung? Hab ich nicht. Hast du einen Alpaka? Genau, mein Alpaka, richtig, ja. Okay, weiß der Tierschutz davon? Wie viele Stunden in deinem Leben hast du über Penisse geredet? Oh, sehr viele. Die meisten ist immer erste bis dritte Stunde. Bist du normal? Absolut. Wow, und damit Ben von den Jungsfragen. Yay, geil. Vielen Dank. Ich habe tatsächlich überhaupt kein Konzept. Das ist mein Ernst. Also ich bin hergefahren, ich habe überhaupt nichts vorbereitet. Aber Eliza, ey, voll geil, oder? Dass wir diese Connection direkt hatten. Und guck mal, du sprichst von Netflix und Chill. Und auf meinem Pullover steht Film gucken. Ja, versteht ihr? Ja, daher kommt die Connection. Und das Geile ist, die Eliza, die hat ja mir das Thema quasi schon so hingeschmissen. Du hast ja gesagt, irgendwie hier, das nennt man wohl Blutpenis oder so, ne? Ja, ja, kann ich tatsächlich erklären. Also, wenn so ein schlaffer Penis eher übersichtlich ist, ne, wenn sich der Typ auszieht und dann guckt man so, ja, aber der dann auf einmal exorbitant wächst, dann reden wir vom Blutpenis. Vorher klein, später groß. Ein Fleischpenis, wie der Name schon sagt, ne, da hast du so eine ordentliche Fleischpeitsche, die da unten so zwischen den Beinen hängt. Der wächst dann aber nicht mehr viel. Der ist einfach nur, der ist schon im schlaffen Zustand, denkst du dir, wow, da bist du als Junge, bist du der Held unter der Dusche, ne? Wenn du in der Dusche dich ausziehst, in der Gruppendusche und da kommt auf einmal so ein Teil bis zwischen die Knie, dann bist du der Wahnsinn, das weiß sofort der ganze Jahrgang, weiß sofort der hat einen langen Pimmel, da kannst du machen, was du willst, scheißegal, du bist echt der Held, so ist das. Eigentlich stehe ich halt immer so wie vor euch, bloß in der Klasse. Da sind die Leute bloß meistens jünger. Da sind die so 8., 9. Klasse, da sind die so 13. Geistig sind wir auf dem Niveau. Geistig seid ihr auf dem Niveau. Ja, und dann rede ich da halt immer so ein bisschen über Fiki-Fiki-Bumserei und so. Und das ist tatsächlich sehr interessant. Haben wir Eltern heute hier? Ist irgendeiner schon ein Elternteil? Dann erzähle ich euch eine sehr, sehr lustige Geschichte. Sie ist wirklich so passiert. Eine Kollegin von mir, die hat mitbekommen, wie wir Jungs, also wir männlichen Kollegen, wie wir uns drüber unterhalten haben, hier Wichserei und sowas, Porno gucken, wichsen, so wie Jungs das halt machen. Und da hatte sie dann gesagt so, nee, mein Sohn, der macht das nicht. Da haben wir gesagt, wie alt ist dein Sohn? Und dann meinte sie, ja, der ist so 11. Und dann meinten wir so, dann macht er das, definitiv. Nein, mein Sohn, der macht sowas nicht. Ich schwöre, eine Woche später kriege ich von ihrem Mann eine Message aufs Handy. Sag mal, Ben, steht da drin, du hast doch auch ein Video gemacht über Pornos, oder nicht? Meine ich, ja, wir müssen da mit unserem Sohn mal drüber sprechen. Wir haben ja jetzt gemerkt, der hat ganz viele auf seinem Handy und so. Bam! Da ist es! Da hat der Sohn nicht mal nur gewichst. Nein, der guckt sich auch schon Pornos an mit seinen 11 Jahren. Und da wollte ich jetzt drauf hinaus, liebe Eltern, ich meine, okay, jetzt seid ihr noch sehr, sehr frisch, was Eltern angeht. Eure Söhne, wenn die in dem Alter sind, die holen sich definitiv einen runter. Ohne Witz, da sind die total hart drin. Und das sind dann meistens nicht diese Pornos. Ach, wegen hart, ne? Ah, das ist ja wie
Also die schicken sich auch die krassesten Pornos hin und her. Und das sind dann nicht nur diese Pornos irgendwie, wo es nur um ganz normalen Geschlechtsverkehr geht oder so, sondern das sind dann auch schon die Pornos, wo es richtig zur Sache geht. Das ist dann aber auch mehr sowas wie eine Mutprobe. Da geht es dann nicht mehr nur ums Wichsen, sondern es ist dann mehr so, ich traue mich das anzugucken. So, ne? Und ich habe sowas auf meinem Handy, weil ich bin schon so erwachsen. Und jetzt gab es aber neulich das Problem, jetzt wäre ein bisschen ernster, weil ich bin ja eigentlich gar kein Comedian. Es ist wohl derzeit so ein bisschen angesagt bei den Jugendlichen, sich Kinderpornos rumzuschicken oder halt Pornos, wo Leute tatsächlich gegen ihren Willen, also klar ersichtlich gegen ihren Willen Sex haben. Und unter diese Pornos wird dann aber lustige Musik gelegt, so dann kommen noch ein paar lustige Emojis dazu, so lachender Smiley und sowas, ne? Und dann guckt man sich diese Videos an, klar auch als 13-Jähriger guckt man sich das an und schnallt das gar nicht. Und guckt sich das an und denkt sich, hahaha, guck mal, oh, wie die durchgenommen wird, hahaha. Und die schnallen das gar nicht, dass das tatsächlich ein krasses Verbrechen ist. Und da habe ich neulich auf meinem Kanal halt auch mal drauf hingewiesen. Und da haben dann tatsächlich auch, ja, viele ist jetzt übertrieben, aber da haben tatsächlich einige dann drunter geschrieben, scheiße, da habe ich mich wohl strafbar gemacht. Das heißt also, das ist tatsächlich real. Dieses Problem existiert tatsächlich. Und deswegen sage ich dann halt auch immer gerne Eltern, wenn die vor mir sitzen, irgendwie, eure Kinder machen das. Eure Kinder gucken sich solche Videos an. Die Augen davor zu verschließen, löst das Problem nicht. Ich habe jetzt relativ frische Amazon-Rezension bekommen zu meinem Buch, wo eine Mutter drunter geschrieben hat, also diese Sprache, die da drin gesprochen wird, die ist mir aber zu vulgär. So, ne? Solche Begriffe kommen bei uns im Haushalt, kommen die nicht vor. Da denke ich mir, ja, das mag ja sein, dass bei euch zu Hause nicht so gesprochen wird. Die Kinder sprechen aber in der Schule so. Und wenn du dich jetzt als Mutter davor verschließt und sagst, irgendwie, ja, bei uns zu Hause ist das nicht so, ändert an der Tatsache aber nichts, dass dein Kind in der Schule so spricht. Und das ist jetzt im übertragenen Sinne dann halt auch so, ne, irgendwie die Augen davor zu verschließen und zu sagen, nee, mein Sohn, der holt sich keinen runter, mein Sohn guckt keine Pornos, doch, das macht er. Und von daher ist ein ganz großes Credo meines Kanals, jede Frage, jede Besonderheit ernst zu nehmen, natürlich immer mit einem lachenden Auge, also ich lache mit den Jugendlichen über ihre Frage und erkläre danach aber schonungslos alles. Aber ich erzähle euch mal so Fragen von Jugendlichen, das sind echte, for real, das sind echte Fragen von Jugendlichen, die ich zugeschickt bekomme. Die schreiben mir per E-Mail, schreiben die mir ihre Probleme auf und ich beantworte die dann in einem Video. Das nennt sich Sexy Time bei mir auf dem Kanal. Genau, da ist immer so eine Melodie vorher, deswegen. Nennt sich Sexy Time, da lese ich die Fragen 1:1 vor mit allen Rechtschreibfehlern und grammatikalischen Besonderheiten, die man in diesem Alter so hat. Und dann beantworte ich die. Und ihr werdet merken, dass es von witzig bis krass ist. Ich fange mal an hier. 16 Jahre. Ich, männlich 16, wollte wissen, wie man Analverkehr so gestaltet, dass es sicherer ist, da ich bei der Selbstbefriedigung immer geblutet habe. Meine Antwort wäre jetzt wahrscheinlich ausgedehnter. Ausgedehnter. Wäre jetzt wahrscheinlich ausgedehnter, als ich es jetzt hier mache. Ich würde aber einfach in erster Linie sagen, ey, lass dir Zeit und benutze viel Gleitgel. 14 Jahre. Hi Ben, ich wollte fragen, ob man beim ersten Mal Sex HIV bekommen kann. Kurze Antwort, ja, natürlich, dem Virus ist das egal, wie alt du bist, auch welches Geschlecht du hast. 13 Jahre. Hallo Ben, ich, 13 Jahre, wollte fragen, ob es schädlich ist, sich nach dem Orgasmus weiter einen runterzuholen und danach nochmal zu kommen oder ob das ungesund ist mit. Liebe Grüße, da steht ja, ungesund ist mit. Lieben Gruß, sorry für die Rechtschreibung, deine Videos sind klasse, lachen das Smiley. So, und das ist dann auch so eine Sache, wo du dir denkst, so, mehrmals hintereinander als Junge. Krass! 14 Jahre, Ben, ich weiß, dass du schon mal ein Video gemacht hast, aber ich mache mir trotzdem Sorgen. Ich bin 14 Jahre alt und mein Penis ist 13 cm lang, steif. Ohne Witz, im Ranking in der Top 10 der häufigsten Fragen ist auf Platz 1, ist mein Penis lang genug oder wird er noch länger? Auf Platz 2, was vermutet ihr, was ist auf Platz 2? Ist die Hose groß genug? Alles klar, nee, ist es nicht. Bin ich schwul? Dann sitze ich vor der Frage und denke mir, das weiß ich nicht. Das kannst nur du dir selbst beantworten, ob du schwul bist oder nicht. Tut weh, hat man gerade. HIV hatte ich auch. Also. Oh ja, da machen wir jetzt aber einen Wissensblock draus. HIV tatsächlich. Das wissen die wenigsten Leute und das finde ich tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Im normalen Alltag kann man sich mit HIV nicht anstecken. Also viele Leute haben ja irgendwie Angst, wenn sie auf einmal merken, dass im Raum auch eine HIV-positive Person ist, dann immer so, wie verhalte ich mich denn jetzt?
Wie sage ich dieser Person Hallo? Sag ich nur Hallo? Mach ich das mit dem Fuß? Sag ich Hi? Man kann sich auch nicht anstecken, wenn man wild rumknutscht. Nein, auch nicht mit Zahnfleischbluten. Man müsste so viel, meine so große Wunde im Mund haben, frisch gezogener Zahn, aber direkt so, weißt du, gezogen und dann sofort mit dem Arzt, blablabla. Dann würde es vielleicht klappen. Also der Arzt müsste sich vorher auch noch einen Zahn ziehen. Das ist die Grundvoraussetzung. Man kann also quasi sagen, HIV überträgt sich nur, wenn der Pimmel in den Po oder die Scheide gelangt, ohne Kondom oder ohne PrEP. Also PrEP ist eine Pille, das wissen auch die wenigsten, es gibt eine Pille gegen HIV mittlerweile. Weiß keiner, ist die PrEP, schmeißt man sich jeden Tag rein, ist man geschützt von innen. Vor HIV, nur vor HIV, nicht vor anderen Krankheiten. Funktioniert einwandfrei. So, und jetzt kommt das Große, was die wenigsten Leute wissen. Wenn eine HIV-positive Person in Therapie ist, dann ist diese Person nicht mehr ansteckend. Das heißt, man kann mit einer HIV-positiven Person Sex haben, ohne Kondom, und würde sich nicht anstecken. So, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr was gelernt habt, jetzt den Daumen nach oben, die Jungsfrage abonnieren, die anderen Videos gucken. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Bis dann. Danke.